und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 17. Wir spielen gegen Rapid und ich habe eine Aufstellungsänderung vor natürlich. Das heißt, Ala kommt auf diese Stelle, Gayode runter. Auf der Bank kann er ruhig schmoren. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Zuschauen. Wir nehmen hier den Jungs da mit, Van den Bosch. Es wäre sehr interessant, wie der sich entwickelt. Haben wir da jetzt auch noch... Nein, den haben wir noch nicht. Okay. Was wollte ich sagen? Genau. Eine kleine Umstellungsänderung. Schauen wir da zu Rapid rein. Gegen Rapid natürlich. So. Weiße Auswärtstressen, grüne Auswärtstressen und los geht's. Und es schneit noch immer. Und wir haben eine wunderbare Aufstellung. Und ich möchte den Jungs da auch einsetzen. Husbeck bleibt in der Startaufstellung natürlich. Lazaro hat auch nicht schlechte Werte. So. Hoppala. Ja. Starten wir gleich mal. Ist egal. Und Rapid ist nicht das treffsicherste Team. Die sind auf dem 9. Platz. Wir können sie noch weiter abstürzen lassen. Wenn es hier eine zweite Liga geben würde in der österreichischen Bundesliga, dann, ja, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen Rapid. Wäre auch kein Verein, den ich coachen würde in Österreich. Und der Schiedsrichter hat hier die Partie freigegeben. Weite Flanke auf Husbeck. Der kann den Ball nicht annehmen. Und das gibt leider keinen Eckball. War aber eine gute Flanke auf Husbeck. Du bist ziemlich schnell unterwegs. Tolle Aktion, tolle Geschichte. Aha. Da gibt es Freistoß für den SK Rapid Wien. Weg damit, sehr gut. Mocinic. Das ist gefährlich. Alles drum und dran, Achtung. Aber da ist Schulz wieder stark im Weg. Lazaro mit der nächsten Möglichkeit hier den Konter einzuleiten. Tut auch Matic. Und es gibt Einwurf für Sturm. Tolle Kulisse. Tolle Heimkulisse. Die Fans sind begeistert. So, wenn wird hier Matic den Ball zutragen. Ihm hier. Lazaro. Oh, was für ein Pass. Fehlpass, Fehlpass, Fehlpass. Quote ist derweil noch ziemlich unangenehm hoch. Rapid will sich mit allen Ecken und Kanten wehren. Lazaro, super Aktion. Lovric. Stark wieder gemacht. Lazaro. Ach, da muss er ordentlich spielen anfangen und Fabian Koch auch ordentlich einsetzen. Traustason und Koch geht da dazwischen, aber das war ein Foul von Mocinic. Mesut Özil wechselt von Arsenal zum FC Barcelona für 76 Millionen. So, da muss eine schöne Flanke drin sein. Oh, schade. Was ist denn? Der Schiedsrichter pfeift bei jeder Kleinigkeit. Ist wahrscheinlich kein Sturmfan, sondern hat die grüne Brille auf. Will hier, dass Rapid nicht verliert. So, Schaub. Super stark gemacht von unserem Abwehrspieler wieder. Schmidt. Wieder gut gemacht. Husbeck. Der Pass geht sich nicht aus. Schade. Rapid ist nicht in dieser Saison ziemlich gut und hoffen auf eine gute Frühjahrssaison. Das hoffen wir auch weiterhin für uns, dass wir da ein bisschen die Lage
Eingrenzen. Allah jetzt. So, das wollte ich jetzt sagen. Das war ein guter Pass. Noch immer Allah. Und die Schüsse können nicht ausfallen. Die stellen hinten alles rein, was geht. So, hopp. Allah wieder. Allah. Und da ist der Pass. Da ist der Pass. Das muss ein Tor sein. Aber Sandy Lovric, der schaltet sich in letzter Zeit immer öfters in die Offensive mit ein. Besser als Biesinger. So, wir müssen da gegen Rapid, okay, ein bisschen vorsichtiger agieren, was das Ballverlieren betrifft. So, Koch wieder, ah, das gibt's ja gar nicht, doch jetzt auch, und wieder nix, und da ist das Foul. Ich dachte schon, der hat gegen uns gepfiffen und dafür gibt's Gelb für Maxi Hoffmann. Schiedsrichter hat doch nicht so die grüne Brille auf. Achtung, das kann ein schneller Konter werden, aber da ist nichts daraus geworden. Lyko Ganis hatte was dagegen. Matic jetzt mal auf Deni Allah wieder. Deni Allah. Deni Allah. Super Aktion und Husbeck mit der nächsten Möglichkeit, aber der Ball wird noch geblockt von Strebinger. Falls das jetzt Strebinger ist im Tor. Ja, Eckball Nummer 1 in diesem Spiel. Schauen wir, was wir daraus lösen können. Nichts. So, Schmidt. Jetzt mit einer tollen Flanke. Und das kommt nicht an. Und dafür gibt es Abstoß. Nein, noch ein Eckball. Ich dachte, der wurde von uns abgefälscht. Da und wieder nix. Strebinger ist wieder vor am Ball. Die machen wirklich hinten alles dicht. Da müssen wir schneller im Umschaltspiel sein. So, das war wieder nix. Die stehen sich gegenseitig dauernd im Weg. Achtung, Rapid jetzt. Das war ein Foul. Und da hält Schützenauer souverän. Und dafür gibt es jetzt auch noch nachträglich die gelbe Karte für Sandy Lovric. Der hat zu brutal gefoult. Das gibt's nicht. Wir kriegen den Ball nicht raus. Oh, Schützenauer. Mit der nächsten Großtat oder mit zumindest die Abwehr. Matic, jetzt muss er schnell umschalten. Matic. Noch immer Matic. Gute Aktion, aber wieder sehr schlecht aufgebaut. Husbeck. Alles klar, Husbeck kriegt den Ball auch nicht rein. Die stehen hier so dicht hinten drinnen, dass du keine Chance auf einen ordentlichen Spielaufbau hast und vielleicht noch auf zu einer Chance zu kommen. So, der rutscht daneben. Mocinic jetzt über die linke Seite. Das war kein Foul. Das hat der Schiedsrichter gut gesehen. Das gibt's ja nicht. Jetzt aber mal. Schmidt. Kann er da irgendwas lösen? Nein. Der Ball ist im Strafraum und jetzt muss das Tor fallen. Aber Strebinger ist viel zu gut. Schade. So. Können da hinten keinen anspielen. Schmidt. Jetzt mal mit der Flanke. Und da ist das 1:0. Deni Allah. Der trifft aus allen Lagen. Deni Allah. Wunderschön gemacht, die Flanke von Schmidt. Und er köpft einfach ein. Traumhaft ins Kreuzeck. Schönes Kopfballtor. Und damit steht es mal 1:0. 9 Tore in der Bundesliga bereits. Hätte schon öfters treffen können, wenn er ein bisschen mehr trainiert. Achtung. Rapid jetzt im Gegenangriff wahrscheinlich. Ja, das gibt's ja gar nicht. Und da ist wieder Lovric. Aber zu ungenau gespielt.
Was führen die denn da auf? Jetzt mal weg mit dem Ball. Kommt's da zum Konter? Nein. Da ist... Das gibt's ja gar nicht. Der Ball kann nicht ankommen. Schade. Die Nachspielzeit müsste eigentlich auch schon längst vorüber sein. Ja. Ganz klar. 0:1 in den Parallelspielen und 1:1. Salzburg schwächelt ein wenig, aber die könnten sicherlich noch ein Auswärtstor schießen. Und wer kommt da jetzt rein? Stefan Schwab statt Grahovac. Ist wahrscheinlich der Fehler gewesen in der ersten Halbzeit hier. Jetzt stellen wir ein bisschen auf Offensiv um. Dass er Alar nicht ordentlich gedeckt hat. Das wird vom Büskens ziemlich schnell bestraft. Ah, was ist das? Lauter Fehlpässe. So, das gibt's gar nicht. Murk. Schwab. Jetzt ist Schwab da drinnen. Achtung. Das gibt's ja gar nicht. Der haltet ziemlich lange den Ball. Was ist da los? Und jetzt irgendein Schuss von Stefan Schwab. So. Jetzt können wir das eventuell vielleicht ruhiger angehen. Da steht Lazaro. Da ist Schmidt. Kommt er wieder mit einer guten Flanke an? Nein. Das war ein Foul. Und er liegt verletzt am Boden. Ja, der Schiedsrichter unterbricht die Partie deswegen und Schmidt ist hier verletzt. Ha, wen können wir da einsetzen? Hier Länder. Lovric mit der gelben Karte muss aufpassen, aber so früh in der Partie zu wechseln, kommt hier unglücklich auf den Boden auf. Der Jungs da und ist damit wahrscheinlich einen Arm kürzer. Da gebe ich sicherlich nicht den... Ja. Hat. Ja. Egal. Abstoß für Rapid. Der Schiedsrichter hat hier überhaupt nicht das Foul gesehen und auch nicht gepfiffen. Das finde ich schade. Und das sollte eigentlich Nachwirkungen geben. Da ist Irländer wieder. Starke Aktion. Lazaro. Lazaro trägt den Ball hinfort. Aber viel zu lange wieder. Da kommt. Wer kommt denn da dauernd durch? Das gibt's nicht, der ist plötzlich durch, Murk. Und da ist der Ausgleich. Sehr schlecht die Aktion. Murk kommt hier zu einer Chance und die treffen aus einer einzigen Tormöglichkeit. Valentino Lazaro wieder. Das gibt's nicht. Viel zu große Ballverluste. Da ist die nächste Flanke, aber... So. Ja, sicher. Du kannst dich nicht... Oh, das ist Wahnsinn. Die decken den Ball irgendwie ab und haben jetzt plötzlich eine stärkere gegenüber der ersten Halbzeit Offensive anscheinend eingebaut. Jetzt Hirländer. Und sie spicken ständig neben. Da ist Hirländer wieder. Das gibt's nicht. Die haben jedes Mal einen Fuß dazwischen. Und wir wissen einfach nicht, wie wir da durchkommen könnten. So, da pickt wieder einer neben. Da kommt der Pass. Wir sind defensiver eingestellt. Finde ich wohl nicht sehr okay. So, wir kommen nicht zum Ball. Sie halten den Ball ziemlich gut. Da ist jetzt wieder Lovric. Lovric ist ziemlich stark. Und der Pass ankommt, verstehe ich auch nicht. So. Kommt einer hinterher? Ja. Da ist Hirländer. Die sind so dicht hinten drin. So, nächster Angriff vielleicht. Lazaro. Valentino Lazaro. Das gibt's ja gar nicht. Es reicht, wir setzen auf volle Offensive der Schlussphase, vor allem in der Rapid-Viertelstunde.
das gibt's gar nicht. So, jetzt schauen wir, wen können wir da einwechseln eigentlich? Probieren wir es einmal statt Alar von den Bosch, den Jungs da. Und James Chago auf. Nein, nicht James Chago, sondern Adam Wonji. Auf die linke Seite einzusetzen, vielleicht bringt sich das Ganze was. Was für ein Pass, wieder mal. Gut gemacht von Adam Wonji. Was macht Adam Wonji da? Ein Rätsel ist mir das. So, da kommt keiner hinterher. Aber die Rapidler haben hier hinten ihre Schwierigkeiten. Lyko. Da wird gefoult, alles mögliche. Adam Wonji. Was macht der? Ich will da gar nicht reinspielen und oder rüberspielen. Schwab jetzt mit dem nächsten Angriff. Der Rapid leer. So, Lyko. Und da ist Adam Wonji am Start. Kann da jetzt einmal durchgehen. Adam Wonji. Das muss einmal ein Schuss fallen. Das gibt. Ja, der Schiedsrichter hat hier ein Handspiel gesehen. Jetzt mal ein Freistoß. Oh, da geht an die Stange. Schade. Viel zu wenig Trall drauf gehabt. Ja, sicher. Der kriegt den Ball einfach so mit. Schau. Die haben so viel Glück jetzt. Achtung. Die Abwehr ist hier hinten ziemlich müde. So, Tölke jetzt am Ball. Tölke. Ein letzter Kraftakt vielleicht. Weite Flanke für den Wonji. Der war nicht mal draußen. Und es kommt auch keiner mehr hinterher. Schade. Das gibt's ja gar nicht. Die kriegen jeden Ball mit. Super Pass auf Schulz. Schulz. Da ist kein geringerer als. Das gibt's nicht! Rapid hat so viel Glück, so verdammtes. Wir können da nicht hinterher. So. Ach komm schon, Junge. Was ist denn da los? Wir können nicht mal zum Ball mehr. Doch, jetzt mal. Aber nur kurz. Und die Rapidler sind schon wieder am Ball. Der fault seinen eigenen Mann um. Sandy Lovric. Was ist da los? Kann mir das einer mal erklären? Was machen die hier? Wir wollen den Ball hier nach vorne bringen. So. Und das ist wieder nichts. Ein ungerechtes 1:1. Ein ungerechtes 1:1 natürlich. Ja, die haben alle 1:1 anscheinend gespielt. So, Binder kriegt Training. Im Remor, schau mal kurz, wer da noch. Den können wir gar nicht trainieren. Aber Sandy Lovric. Defensive 2 gegen 2. So, und die Torhüter. Das heißt, Schützenauer können wir ein bisschen trainieren. Und noch einmal Schützenauer. Im Sturm passt alles. So. Der Torhüter entwickelt sich nicht schlecht, hat jetzt schon Stärke 62. Spieler verletzt, was hat er? Oh mein Gott, gebrochener Knöchel. Der hat sich aber auf den Arm gegriffen.
Timo Schmidt hat sich verletzt. Gebrochener Knöchel, für 3 Monate fällt er aus. Toll. Ja, der wird mir sehr schmerzlich fehlen. Und gegen die Young Boys Bern wird das ziemlich schwierig. So, wen stellen wir da rein? James Jago stellen wir rein. Schmidt raus. Wen können wir da mitnehmen? Berggren, Kinas, Lück, Horvath. Markreiter nehmen wir wieder mit. Dölke hat schon oft genug jetzt seine Chance erhalten. Und wir nehmen 2 Torhüter mit. Sicher ist sicher. Und Grazer bekommt seine Chance wieder, sich in der Startelf zu beweisen. Schützenauer werden wir weiterhin trainieren. Ja, und dann sage ich, schauen wir uns kurz mal das Ganze an, wie die restliche Saison noch verlaufen wird. Da haben wir Red Bull Salzburg, dann St. Pölten, 2x die Young Boys Bern im Februar. Ja, dann sage ich recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Sturm gegen Young Boys Bern in der Schweiz natürlich. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.